Wir sind so ziemlich auf der Zielgerade. So, wie lang die ist, das wird sich zeigen. So gerade auf der Zielgerade, wo man zumindest sieht man schon das Ziel vor Augen und man weiß, es braucht noch ein bisschen Luft und noch ein bisschen Kraft und noch ein bisschen Anstrengung und dann wird man das Ziel erreichen. So sind wir im Buch Hagei auf der Zielgerade. Die letzten zwei Abschnitte in Kapitel 2, Vers 15 und bis 19 ist der eine Abschnitt, mit dem wir uns gerade beschäftigen und dann noch ein Abschnitt Vers 20 bis 23. Also die ersten fünf Verse jetzt oder das ist der eine Abschnitt und dann die letzten vier Verse noch, kommen da hinterher noch ein Abschnitt und dann haben wir das Buch Hagei durchgearbeitet, durchgeackert und ich hoffe, dass es euch genauso zum Segen ist und bleibt, wie es für mich in dem Studium und in der Vorbereitung und auch in dem Weitergeben ist. Ich habe versucht, letztes Mal euch da hineinzunehmen wieder, nach einer kurzen Pause in das Buch Hagei, wieder kurze Wiederholung gemacht und euch ein Stück weit auch vorbereitet und hineingenommen in diesen neuen Abschnitt, die Verse 15 bis 19. Ich möchte sie euch vorlesen, mit denen werden wir uns jetzt beschäftigen. Und nun richtet euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10, kam man zu Kelterkufe und zu 50 Bucher zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilbten und alle eure Arbeit, eure Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus vom 24. des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in den Vorkammern und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatenbaum und der Ölbaum noch nicht getragen, von diesem Tag an will ich segnen. So beschäftigen wir uns mit diesem Abschnitt. Hier geht es um den Segen Gottes und letztendlich um die Haltung, die es braucht, damit Gott die Schleuse des Himmels öffnet und diesen Segen Gottes ausgießt und dass man Anteil hat an diesem Segen Gottes. Was braucht es, um Anteil an diesem Segen zu haben? Und dieser Abschnitt spricht darüber, die Verse 15 bis 17, Buße, die Verse 18 bis 19, Glaube. Diese zwei Dinge braucht es oder sind die Voraussetzungen, damit die Schleuse des Himmels sich öffnen und Gott Segen schenken kann. Ohne Buße und Glaube kein Segen, kein Zugang zu der Quelle Gottes, kein Zugang zu dem Segen Gottes. Diese beiden Dinge braucht es. Das sind zwei elementare, zwei grundlegende Wahrheiten der Schrift zum Bau des Tempels Gottes, zum Bau des Hauses Gottes, braucht es diese beiden Dinge. Buße und Glaube. Ohne diesen Dingen kann man das Haus Gottes nicht bauen, darf man das Haus Gottes nicht bauen, hat man keinen Anteil an dem Haus Gottes. Das sind zwei elementare Dinge. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass er wirklich über Zeiten und Zeitpunkte herrscht und dass er auch mich da parallel so führt. Ich weiß nie genau, ich kann das nicht genau planen, ich kann nicht sagen, in 3 Monaten werde ich über diese und diese Verse sprechen, sondern es ist Sonntag für Sonntag, beziehungsweise Mittwoch für Mittwoch. Aber ich bin Gott dankbar, dass wir eigentlich im Studium des Markus-Evangeliums und im Studium des Buches Hagei eigentlich da synchron da laufen, was das Thema betrifft. In Markus Kapitel 1, vielleicht schlagt ihr mit mir das nochmal kurz auf, diejenigen, die in Bettringen in der Gemeinde zu Hause sind und sonntags in Gottesdienst kommen zu den Predigten, denen wird das bestimmt schon aufgefallen sein. Für diejenigen, die nur mittwochs die Möglichkeit haben, hier zu sein, beziehungsweise über Telefon oder andere Medien das hören, möchte ich das ganz kurz zeigen. Wir sind in der Predigtreihe von Markus in Kapitel 1, Vers 15. Und da spricht Jesus über das Reich Gottes. Und dann sagt er, ich lese ab Vers 14, und nachdem Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist nahe und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. So, das Evangelium
ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und das Evangelium vom Reich Gottes oder das Hineingehen in das Reich Gottes, Anteil am Reich Gottes, bedingt diese zwei Dinge. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wiederum diese beiden Elemente, die grundlegend sind. Das ist das Fundament. Und darum beginnt Markus sehr früh, schon im Markus-Evangelium, nachdem er gezeigt hat, wer Jesus ist, über diese Dinge zu sprechen, damit später, was alles da entfaltet wird und beschrieben wird, man es besser versteht, um was es eigentlich geht. Buße und Glaube an das Evangelium und somit an diesen einen Messias, den Sohn Gottes, den König aller Könige. Das Gleiche findet ihr im Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 1. Da ist auch die Rede davon, dass Glaube und Buße letztendlich das Fundament allen des Reiches Gottes ist. Und damit eigentlich muss man sich beschäftigt haben, darüber braucht man absolute Klarheit, aber irgendwann man muss es so klar sein, dass man fortschreiten kann und weitergehen kann und sich mit schwierigeren Dingen beschäftigen kann. Im Hebräerbrief Kapitel 6 schreibt er Folgendes. Ich lese Vers 1, Hebräer 6, Vers 1. Also im Kontext spricht er darüber, dass sie schon längst Lehrer sein könnten von der Zeit nach und dass sie aber permanent immer noch Milchspeise brauchen und es wäre an der Zeit eigentlich schon festere Speise gewöhnt zu sein, sich mit schwierigeren theologischen Themen auseinanderzusetzen und nicht jedes Mal in den Stockstarre zu kriegen oder sich zu verschlucken oder sich aufzuregen oder was weiß ich, sondern in der Lage sein, mit diesen Dingen sich auseinandersetzen können und sie zu verstehen und sogar weiterzugeben. Aber sagt, stattdessen müssen wir permanent nur mit den Basics uns beschäftigen. Und dann sagt er Vers 1, Kapitel 6, deshalb wollen wir das Wort des Anfangs des Christus lassen. Das heißt, nicht nie wieder darüber reden, sondern er sagt, von den Basics wollen wir langsam vorwärts kommen. Langsam sollten wir das hinter uns lassen, die Glaubensgrundlagen, die Basics. Und dann sagt er, und uns der volleren Reife zuwenden und nicht wieder an den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Und dann spricht er von der Lehre von Waschungen, von Handauflegungen, Totenauferstehung und von dem ewigen Gericht. Also das bezeichnet der Hebräerbriefschreiber alles als Basics, als Grundlagen. Jedes Mal, wenn ich darüber lese, reflektiere ich geschwind, denke ich darüber nach und denke, ohne jetzt böse zu sein oder überheblich zu sein, aber wenn wir nach dem Schreiber des Hebräerbriefs den Maßstab unserer Gemeinde messen würden, wo wir sagen, wo stehen wir geistlich? Sind wir Babys oder sind wir mittlerweile erwachsen? Sind wir mündig? Und er spricht darüber und sagt, wenn wir über Buße nachdenken, was wahre Buße bedeutet, dann ist das Fundament, das ist grundlegend und das muss eigentlich ziemlich klar und ziemlich schnell klar sein. Genau das Gleiche, was in Glauben an Gott geht, gehört zu den Basics, zu den Dingen, die fundamental sind. Auf diesen Dingen wird alles aufgebaut. Das sind die ersten zwei Dinge, die er nennt und interessanterweise ebenfalls in dieser gleichen Reihenfolge, wenn ihr darauf hinausschaut, so wie Jesus gesagt hat, tut Buße, glaubt, Hebräerbrief sagt, genau, wir beginnen wo? Über die Buße, über den Glauben, dann sagt er, dann gehen wir weiter über Waschungen, dann spricht er von Handauflegung, von Totenauferstehung, vom ewigen Gericht. Also er spricht von über Taufe und Heiligung und Reinigung und er spricht von der Auferstehung, er spricht von der Wiederkunft Jesu und er spricht von dem Ende aller Dinge, von den Endzeiten, von der ganzen Endzeit. Und wenn ich gerade diese Punkte nehme, sind das diese Punkte, die immer wieder so zu Kontroverse und zu Diskussionen und zu Angriffen führen, wo man sagt, das spaltet Gemeinden. Darüber denke ich immer wieder selbst nach. Wirklich denke ich immer wieder selbst darüber nach und prüfe mich und denke auch, muss man immer über diese Dinge reden, und die immer das auslösen. Es gibt wieder immer Menschen, die sagen, oh, das geht nicht. Das stößt auf, das regt auf und dadurch riskiert man auch in gewisser Weise einen Frieden. Aber die Bibel sagt, das sind Grundlagen, das sind Basics. Das sind Fundamente, darüber müssen wir absolute Klarheit haben. Wenn wir im Buch Haggai sind, sind wir im Alten Testament. Wir sind in dem Teil der Bibel, das Fundament legt. Auf dem wird alles aufgebaut. Da in diesem Teil der Bibel, im Alten Testament und vor allem, jetzt sind wir über Buch Haggai, da
Da muss es klar sein, damit wenn wir später weitergehen, darüber uns nicht mehr diskutieren müssen, darüber nicht uns verwundern müssen, sondern fest in diesen Dingen sind. So ist absolut grundlegend auch die Lehre des Alten Testaments in der Gemeinde, dass man nicht nur das Neue kennt, sondern das Alte kennt und zuerst sogar das Alte kennt. Weil ich glaube, wenn man das Alte Testament recht kennt und fest darin ist, wird man im Neuen Testament gar nicht mehr so viel diskutieren, auch nicht so viel debattieren. Es wird auch gar nicht so viele Fragezeichen in diesen Fragen, auch selbst der Endzeit. Denn das meiste, was in der Offenbarung steht, nur es steht schon Hesekiel und es steht in Daniel und in zahlreichen Propheten. Alle haben von diesen Dingen schon gesprochen. So, wenn da man das schon durchgearbeitet hat, dann wird es wesentlich einfacher sein, später sich im Neuen Testament sich damit auseinanderzusetzen. So, was ich aber damit sagen will, das sind die zwei grundlegendsten Dinge. Die zwei grundlegendsten Dinge ist Buße und Glaube. Buße und Glaube, das bezeugt eben da auch der Hebräerbriefschreiber. Damit beschäftigen wir uns im Markus-Evangelium oder damit beschäftigen wir uns auch im Buch Haggai. Und das ist, wo ich Gott sehr, sehr dankbar bin, dass das so für mich persönlich in meinem Studium und in der Vorbereitung ein Stück weit parallel läuft. Ich hoffe, dass es euch nicht zu arg parallel läuft und dass es eben auch nicht zu arg Wiederholung ist. Aber das soll es einfach bestärken und auch uns zeigen, wie eng die Bibel miteinander verknüpft ist und diese Themen auch miteinander verknüpft sind. Also, so dieser Abschnitt, Verse 15 bis 19, beschreibt die richtige Haltung, die es braucht, um an dem Haus Gottes teilzuhaben, an diesem Haus mitzubauen, so, damit das, was wir da opfern, und damit wir in Dienst an diesem Haus Gottes, dass es eben nicht unrein ist, dass es eben nicht unheilig ist. Und damit das Gott nicht verunehrt, sondern Herrlichkeit und Ehre bringt, braucht es diese zwei Dinge. Die erste ist Buße und das zweite ist Glaube. So, der Text vorher, in dem Text vorher hat der Prophet oder Gott durch den Prophet Haggai die absolute Grundverdorbenheit des Menschen aufgezeigt. Denn ohne dieses Verständnis der absoluten Verdorbenheit des Menschen keine wahre Buße und kein Glaube. Es bedarf des Überführtseins. Es bedarf der Erkenntnis, der Mensch ist von Natur aus, von Kindesein aus, er ist böse, er ist verdorben, da ist nichts Gutes in ihm. Ich denke, für die meisten, oder ich sage so, in den meisten, weiß ich nicht, vielleicht, aber nicht wenige werden da nicht rebellieren, wenn ich das sage, aber so selbstverständlich ist das nicht. Man neigt dazu, heute doch etwas Gutes im Menschen zu sehen. Klar, grundsätzlich sind wir alle so nicht dahin und wir haben ein paar Fehler, aber es gibt doch, so schlecht kann der Mensch gar nicht sein. Und das hat Auswirkungen. Und ich meine sogar, wenn wir behaupten, grundsätzlich ist der Mensch verdorben, das hat Auswirkungen auf die kompletten nächsten Schritte und Denkweise und unseren Glauben. Denn wenn der Mensch in sich selbst absolut unrein ist und absolut verdorben ist, kann er nämlich auch aus sich heraus selbst nichts tun, oder? Nichts tun, was irgendwie Gottes Gefälligkeit, Gottes Annahme, Gottes Gerechtigkeit genügen könnte. Was ihn in irgendeiner Weise rechtfertigen könnte. Selbst bei der Bekehrung. Wenn in ihm nichts Gutes ist, dann kann auch nichts dazu beitragen, oder? Und das ist das ist fundamental und das ist ein Pfeiler der Reformation. Das ist ein Pfeiler der Wiederentdeckung der Gnade und der Rettung allein in Jesus Christus vor knapp 500 Jahren, nicht 1000, vor 500 Jahren, so lange gibt es die Erde gar nicht, 500.000. Vor 500 Jahren ist das, was die Reformatoren entdeckt haben und die Gnade und den Segen in die Welt hinausgetragen worden ist. Und es begann mit der absoluten Erkenntnis, der Mensch ist von Grund auf verdorben. Heute mag man das nicht mehr so. Und ich meine, dass das die alte Lehre ist. Und dass man wieder zu dieser alten Lehre zurückkehren sollte. Weil da beginnt alles. Warum? Weil das zeigt die Notwendigkeit der Buße und des Glaubens.
und wie sehr das deutlich gemacht wird, dass der Mensch verdorben ist. Schaut mal Vers 14 nochmal, das ist unser Kontext, das nehmen wir nochmal mit, Vers 14. Achtet mal da auf das dreimalige so, so ist, so ist, so ist. Das ist so wie dreimal wirst du mich verraten oder dreimal hast du mich lieb. Das ist wie so ein Hammerschlag. Schaut mal, Vers 14. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Seht ihr das? Dreimal so ist. Nicht so waren sie, sondern so sind sie. Das ist ihre Beschaffenheit. Dieses, in dem Vers 14 wird die absolute Verdorbenheit des Wesens von dem Volk und von der Nation aufgezeigt. So ist dieses Volk, so ist diese Nation. Nämlich wie? Absolut verdorben. Das ist die Botschaft, die am Anfang steht. Und dann ist die Nation ist nicht nur von ihrem Wesen verdorben, grundverdorben, sondern auch ihr Tun ist absolut verdorben. Dann heißt es, nicht nur so ist diese Nation und so ist dieses Volk, sondern heißt es, und so alles ihr Tun. Nicht nur und so das meiste von dem, was sie tun, oder etwas von ihrem Tun oder so, sondern alles ihr Tun, alles, was sie tun, ist verdorben. Warum? Weil sie sind verdorben. Warum das so ist, haben wir uns angeschaut, weil sie tot sind, weil sie unrein sind. So das ist eine Ist-Analyse, eine Standortanalyse, eine, wie nennt man, Diagnose jetzt. Das ist eine Diagnose. Und diesem dreimaligen so ist, so ist, so ist, folgt jetzt in unserem Abschnitt eine dreimalige Wiederholung. Guckt mal in unseren Abschnitt und wer entdeckt, was wiederholt sich hier auch jetzt dreimal? Nein? Kehrt um ist einmal. So richtet euer Herz. So richtet euer Herz, so richtet euer Herz. So, dieser dreimaligen Diagnose, das heißt, das absoluten Sagen, absolut verdorben, kommt ein Aufruf. Ein dreimaliges, jetzt so richtet euer Herz. Hier wird uns jetzt ein Weg aufgezeigt, wie von dieser Verdorbenheit, Grundverdorbenheit, wie man zum Segen Gottes kommt. Wie kommt man da raus aus dieser Grundverdorbenheit? Und das Erste ist, was uns oder das Gegenüber diesem wird gegenübergestellt, das Dreimalige, richtet euer Herz. Und darüber müssen wir kurz nachdenken, was bedeutet, so richtet euer Herz. Das findet ihr in Vers 15, schaut mal. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus. Und dann in Vers 18 nochmal, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus. Und dann nochmal am Ende von Vers 18, richtet euer Herz darauf. Also das ist ein dreimaliges Aufrufen, das Herz zu prüfen, darüber nachzudenken, es sich sagen zu lassen. Oder mit anderen Worten sagen, bedenkt bitte Folgendes. So jetzt ein dreimaliges Prüfen des Herzens. Ein dreimaliges Aufrufen zu, erinnert euch doch an bestimmte Dinge, denkt über bestimmte Dinge nach. Dass das Herz im Kontext der Bibel etwas mit unserem Verstand zu tun hat, mit unserem Denken, mit unseren Gesinnungen, mit unserem Willen und Wollen, das ist jetzt nichts Neues, denke ich mir, für uns, oder? So, das ist etwas, was die Bibel von Anfang an lehrt, dass das Trachten des Herzens des Menschen von Kind auf böse ist. Das Denken, das Wollen, die Pläne schmieden, sich entscheiden für gut oder böse, das beginnt in dem Herzen, Entscheidungen zu treffen. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Und somit der ganze Bereich des Verstandes, des Denkens, des Nachsinnens, Prüfens, ist mit dem Herzen verknüpft. In der Bibel. So, darum spricht Jesus, wessen Herz voll ist, geht der Mund über. Das, was du denkst, das, über was du nachdenkst, was dich in deinem Herzen bestimmt, das sieht man über das, was du redest, wie du redest, deine Sprache, deine Formulierung, deine Wortwahl, was du sagst, wem du sagst, wie du sagst, das hat was mit deinem Herzen zu tun. Und jetzt ist dieser Aufruf, so, prüft euer Herz, prüft euer Denken, denkt
mal darüber nach. Denkt darüber nach. Richtet euer Herz darauf. So, jetzt wird uns etwas gegeben, an dem wir unser Herz prüfen können. Etwas gegeben, an dem man das Herz jetzt, also das, was man jetzt nachdenken, über das, was man nachdenken kann. Und dieses Nachdenken ist der Schlüssel dafür oder das, was dabei rauskommt, ob Segen gibt oder nicht. Darum ist es wichtig, dass wir das prüfen. Und das hat was eben mit Buße und mit Glauben zu tun. Das hat was mit dem Herzen zu tun, was im Herzen geschieht. Buße und Glaube. Das hat was mit diesem Nachdenken zu tun, über das dieser Abschnitt jetzt hier spricht. Also es ist notwendig, dass wir in gewisser Weise kurz stehen bleiben. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Es geht alles rasant schnell. Und ich weiß nicht, obwohl ich das sehr schätze und gerne gebrauche und auch irgendwie profitiere auch in gewisser Weise dafür, erschreckt es mich, wie stark es mich doch beeinflusst, beschwert und mich müde macht. Ich denke, die jüngere Generation weiß, wovon ich rede, mit den ganzen WhatsApps und Smartphones, wo man jederzeit erreichen kann und Nachrichten schicken kann. Wo man früher einen Brief geschrieben hat und froh darüber war, nächste Woche eine Antwort zu bekommen. Oder vielleicht in 3 Monaten, so in Russland war es so, oder? Wie lange hat es gedauert dann? Wow. Ja. Ich hatte das Gefühl, es hat lang gedauert. Man war froh, wow, ein Brief ist zurück und freut man sich. Dann war man froh, dass gab es da eine E-Mail. Und dann war man froh, dass man in den nächsten paar Tagen das Ganze zurückbekommen hat. Heute, wenn man eine E-Mail schreibt und nicht heute die Nachricht kriegt, dann ist man sauer darüber und sagt, hey, liest du nicht seine Mails? Dann schreibt man in WhatsApp, bitte liest deine Mails. Und heute ist diese Nachrichtenmöglichkeit über WhatsApp, wie auch immer. Und da ist es so schnell. Und mittlerweile sieht man, ob es blau ist oder nicht. Ja. Und bei all dem Segen, der darin ist und die Schnelligkeit, Dinge zu erledigen, ist es ein Tempo. Es ist ein rasantes Tempo, wo ich sage, dass wir seelisch und geistig da gar nicht mitkommen. Es überfordert uns. Bei all dem Guten, was dabei wir auch haben, ich will das nicht verteufeln, darum geht es nicht. Aber ich merke selber, und dann hat man Nachricht geschrieben und dann muss das dabei liegen, damit man sieht, ob das, egal. Der Punkt ist, ich denke, man muss diesen Worten mal Raum geben und sagen, so richtet euer Herz mal. Das macht man langsam. Bleibt mal kurz stehen. Nehmt mal Tempo raus, auf die Bremse mal drücken, nehmt euch mal ein bisschen Zeit und reflektiert mal. Denkt mal etwas. Nicht nur immer permanent agieren und nur schnell, schnell, schnell. Nehmt euch etwas Zeit für euch. Nehmt euch mal raus. Ich wünsche mir das. Immer wieder. Die letzte Zeit war es, wo ich dachte, Mann, Peter sagt, ab nach Portugal, gell, Peter? So, schöner Gedanke. Das Gefühl, es bleibt momentan beim Gedanken. Aber es tut Not in vielen, vielen Dingen und vor allem in geistlichen Dingen, mal eine Notbremse einzulegen und mal sich Zeit zu nehmen und über bestimmte Dinge, über die man geglaubt hat oder die man gedacht hat oder die man erlebt hat, mal sie zu prüfen und das Herz mal auszurichten, wieder neu auszurichten. Und wie gesagt, kirchengeschichtlich und geistlich hat die Gemeinde Jesu in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Fahrt aufgenommen, in einem Wahnsinnstempo, mit natürlich Möglichkeiten, Dinge zu verwirklichen. Und ich meine, mit diesem Tempo viele Stoppschilder übersehen, vorbeigerast an Ausfahrten, wo ich hieß, raus, 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 das ist nicht die richtige Richtung, so in einem Wahnsinnstempo. So, es tut Not, wie gesagt, kurz stehen zu bleiben und über bestimmte Dinge nachzudenken. Das fordert Haggai in diesem Abschnitt raus mit dem Ausdruck, richtet doch euer Herz darauf. Paulus schreibt in den Briefen, deshalb denkt daran. Das ist seine Formulierung, die finden wir in den Briefen von Paulus immer wieder. Deshalb denkt daran, bleibt mal kurz stehen. In Epheserbrief, nur als Beispiel, Kapitel 2, wo es heißt dann, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen unbeschnitten wart und so weiter. Jetzt aber, so, erinnert euch, bleibt mal stehen, denkt nur, wo kommt ihr überhaupt her? Ich glaube, es bedarf immer wieder einer Zeit, wo man stehen bleibt
man eine Pause einlegt, Anführungsstrichen, und zurückschaut. Und man zurückblickt. Es braucht einen Rückblick, um wieder nach vorne gehen zu können. Ich weiß, dass manche sagen, nein, zurückschauen, das hemmt, das bindet uns, das ist nicht gut. Wir lassen das, was hinten ist, hinter uns und gucken nur noch nach vorne. In gewisser Weise gibt es Wahrheiten oder bestimmte Punkte, wo man das dem Recht gibt. Und Paulus sagt, wir lassen, im Philipperbrief glaubt er sogar, spricht er davon, dass wir hinter uns die Dinge lassen und nach vorne gehen. Deswegen muss man schauen, was meint er mit hinter uns lassen und wo gehen wir nach vorne. Aber grundsätzlich ist das eine falsche Philosophie und das ist Psychologie zu sagen, dass die Vergangenheit lähmt, die Gegenwart oder die Zukunft. Ist nicht wahr. Es gibt eine gute, eine gesunde und eine ungesunde Art und Weise des Rückblicks. Rückblick braucht es. Aber es gibt eine ungesunde Art, zurückzuschauen. Und bevor wir darüber nachdenken, was das Herz prüfen bedeutet hier, müssen wir kurz darüber nochmal nachdenken. Was bedeutet, haltet an und jetzt prüft euer Herz, denkt darüber nach. Schaut mal kurz zurück. Wie erging es früher und wie geht es heute und wie wird es später sein? Es beginnt mit einem Rückblick. Es braucht einen gesunden Rückblick, um dann später einen herrlichen Ausblick zu bekommen. Und ohne einen gesunden Rückblick gibt es keinen herrlichen Ausblick. Und der gesunde Rückblick hat was mit Buße zu tun. Und der gesunde Ausblick hat was mit Glauben zu tun. Und so spricht unser Text und dieses dreimalige Aufrufen, prüft euer Herz, denkt darüber nach, prüft euer Herz, geht zurück und darüber hinaus schaut nach vorne. Das heißt, schaut zurück, gesund. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich an. Und schaut nach vorne. Auch gesund. Beides braucht es. Und ich möchte euch ganz kurz ein paar Gedanken dazu geben. Was ist eine ungesunde Art zurückzuschauen und was ist eine gesunde Art zurückzuschauen? Diese Floskel nicht zurückschauen, nur nach vorne blicken und so. Ich glaube, die ist zu pauschal. Also erstmal, wie sollen wir nicht zurückschauen? In welcher Art und Weise ist Zurückschauen ungesund? Und ich möchte erstmal so formulieren, wenn wir uns ans Alte hängen, ans Alte leben und sagen, früher war alles besser. Gell? Ich kann mich erinnern, als wir nach Deutschland kamen aus Russland. Ich war jung, ich war froh, dass ich nach Deutschland kam. Ich war 11, ich wollte nicht zurück. Ich war jetzt in dem Land, wo es Lego gibt. Da wollte ich nicht zurück. Land, wo wir asphaltierte Straßen hatten, ich hatte Schuhe, alles da. Ich wollte nicht zurück, ich habe es nicht vermisst, bis heute nicht. Ich weiß, dass meine älteren Geschwister, vor allem meine beiden Schwestern, die haben geweint. Ja, ich glaube, 1-2 Jahre, die haben Heimweh ohne Ende gehabt. Die haben natürlich viel mehr Freunde dagelassen, die waren schon 15, 16 und das ist eine andere Zeit, wie ich mit 11. Und die haben, und dann war früher alles besser. Dort war alles besser. Gut, ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal Pizza gegessen habe, fand ich auch, dass das Essen dort besser war. Kann ich mich erinnern, was essen die hier? Das ist ja, heute liebe ich Pizza. Genauso wie McDonald's. Unsere Betreuerin hat uns mal was Gutes tun wollen und hat so McDonald's mitgenommen. Und ich dachte, das kann man doch nicht essen. Heute kann ich das mir gar nicht vorstellen, gell? Das Big Mac alles. Aber die Art und Weise, die ungesunde Art und Weise ist, wenn man sich ans alte Leben hängt und nur noch im alten Leben umschwelgen, an Erinnerungen an ein altes Leben bleibt und sagt, früher war alles besser. Da in der Zeit war früher alles besser. Das Essen war besser, die Menschen waren besser, die Kultur war besser, alles war besser. Und das ist eine Art und Weise, die ungesund ist. Und die hemmt mit Sicherheit die Gegenwart und auch die Zukunft, ohne Frage. Und das ist nicht gut. Im Gegenteil, ich sage, oder ich meine, und das möchte ich euch kurz zeigen, dass das Hängen an dem Alten und das alte Lieben und das alte Leben, wie sie sich wünschen und sich zurücksehnen zu dem alten Leben, das ist etwas, was Gott nicht möchte, was Gott verurteilt. Das hat was mit Unglauben zu tun. Ich möchte euch das kurz zeigen. Vielleicht ist eins der besten Beispiele ist die Frau Lotz, oder?
Die Bibel lehrt uns, und genau diese Dinge lehrt uns. Vielleicht gucken wir uns das kurz an. 1. Mose 19. Lot ist uns bekannt, ist ein Neffe Abrahams. Er hat sich entschieden für das Leben in der Stadt, nicht das Leben auf dem Land. Die Berge waren öde, war schwer zu bewirtschaften, keine guten Kontakte und all das. Aber in der Stadt, da kann man Geld machen. In der Stadt ist wesentlich einfacher. Fließendes Wasser und Menschen da und Handeln da und die Wirtschaft da und Infrastruktur, alles ist da. Also entschied sich Lot für ein Leben da, wo es besser ist. Und da, wo es für den Menschen besser ist, heißt nicht gleich, dass es da für Gott besser ist. Und was mit dieser Stadt geschah? In 1. Mose 19 sehen wir das Gottes Gericht über Sodom und Gomorra. Und kein großer Unterschied übrigens zu unserer Kultur in der Zeit, in der wir leben, oder? So, abgesehen davon, früher war es nicht besser. wenn wir denken, heute ist es abartig, dann es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir heute denken, dass die ganze kulturelle Entwicklungen zu bestimmten Lebensformen neu ist und verdorben ist, gab es früher genauso. Das Tragische ist, oder das Wichtige ist, dass Gott das früher genauso gehasst hat wie heute. Und dass Gott das heute und bald genauso richten wird, wie er schon mal gerichtet hat. Das ist eine andere Sache. Aber es heißt nicht, früher war es besser. So. Kapitel 19, da geht es um Sodom und Gomorra. Und die Engel besuchen die Stadt, und die wollen diese, nicht nur die Engel vergewaltigen, doch die wollen die Engel vergewaltigen, gell? Das ist das sind Männer. Die wissen nicht, dass es Engel Gottes sind. Also abartig. Und das zeigt die ganze Abgrundivität der Stadt. Und sie wollen die Stadt vernichten. Gott wird diese Stadt vernichten. Und um des gerechten Lots, um des gläubigen Lots. Willen, Abraham hat es ja so stark gemacht für Lot und seine Familie. Bringen die Engel sie hinaus aus der Stadt. Und sie sagen, sie sollen gehen. Es dauert, ist nicht so einfach, das zu verlassen. Lesen wir ab Vers 16 vielleicht. Vielleicht ab Vers 15 schon nehmen wir schon mit. Also 1. Mose 19, Vers 15. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sein zu Eile und sagten, mache dich auf, um deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Also Gott wird die Schuld der Stadt richten, und er sagt, damit du nicht, geh hinaus. So ähnlich wie es in der Offenbarung heißt, geht hinaus, mein Volk, aus der Hure Babylons, gell? In der Offenbarung, Kapitel 17, Kapitel 18. So, geht hinaus, Gott wird es richten, und ihr sollt, Gott bewahrt die Seinen vor diesem Gericht. Und dann sagt Vers 16, als er aber zögerte, so, oh, ich brauche noch ein paar Sachen sind noch da, ich muss meinen Laptop noch vergessen. Und hier noch meine Badesachen, keine Ahnung, ja. Die packen noch, sie zögern noch, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihnen verschonen wollte, und führte ihn hinaus und ließen sie außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatte, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. Und dann kommt's, sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene. Das heißt, geh. Geh und sieh nicht zurück. Blick nicht zurück. Ja, warum dann? Ist dann die Vernichtung so grauenvoll, oder werden die das Feuer, das vom Himmel war so ungesund für ihre Augen? Um was ging's da? So, häng nicht an deinem alten Leben. Dieses Leben wird Gott richten. Diese Art des Lebens wird Gott richten. Diese Art der Kultur, diese Art des Seins, das steht unter dem Gericht Gottes. Häng dich nicht an diese Dinge. Gott wird es vernichten. Liebt nicht die Welt, oder? Johannes spricht darüber. Erster Johannesbrief, wo er erklärt, was die Liebe zu dieser Welt ist. Und dann spricht er von Lust der Augen, oder? So, er spricht davon, und das ist denn, schau nicht zurück. Und warum nicht zurück? In dieser Art und Weise zurückzuschauen und sagen, oh nein, es geht alles flöten. Oh nein,
Mein Gameboy geht verloren. Gameboy ist schon Xbox. Oh nein, meine Kleidersammlung. Oh nein, mein Auto. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So, das, was in der Welt wir lieben, gewonnen haben, das, woran unser Herz sich gehängt hat. Und jetzt, wir wissen, das wird vergehen, Gott wird das verbrennen. Aber man dreht sich um und sagt, aber eigentlich ist es doch so schön. Ja klar, besser im Himmel sein, aber es ist eigentlich schon schön. Wenn ich das verliere, Mann, das fehlt mir. Das fehlt mir. In dieser Art und Weise nicht zurückschauen. Und sie gehen und müssen fliehen. Und dann die Frau vom Lot. Irgendwo bleibt sie stehen und dreht sich um. Und dann lesen wir in Vers 26. Aber seine Frau sah sich hinter ihn um und wurde sie zu einer Salzsäule. Gericht, so dieses Zurückschauen, Hängen am Alten, Hängen an diesem alten Leben, Bedauern des alten Lebens, ist eine buchstäblich ungesunde Art gewesen für die Frau Lots. Als Jesus über die Endzeit spricht, als Jesus darüber spricht, über das, dass er bald kommt und wie er sein wird, nimmt er Bezug auf diese Stelle und nimmt Bezug auf dieses Ereignis. Ich möchte euch kurz zeigen. Schlag mal mit Markus Evangelium. Zu diesem Text werden wir auch dann im Laufe unserer Predigt 3 wiederkommen. Markus Kapitel 13, Vers 15 bis 16. Jesus spricht an mehreren Stellen über die Zukunft, das heißt über das Untergehen Jerusalems. Er spricht dann über seine Wiederkunft. In beiden spricht er in ähnlicher Weise. Als die Jünger gesagt haben, wow, was für ein toller Tempel, als sie gesagt haben, es ist wunderbar, sagt Jesus, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Er spricht darüber, dass die Römer kommen werden, Jerusalem zerstören werden und dass eine Zeit da sein wird, wie sie vorher nicht war und danach nicht sein wird. Ein Millionenvolk, eine Million Juden ist in dieser Zeit dahingeschlachtet worden, verbrannt worden, getötet worden. Die haben ihre Kinder gegessen und sich selbst gegessen, die anderen gegessen. Wenn wir davon etwas spür bekommen wollen, was da geschah, es gibt Berichte und das ist, also was da geschah, absolut grauenvoll. Und schaut mal, was Jesus sagt in Kapitel 13, ich lese ab Vers 14. Wenn ihr aber den Groll der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte, wer es liest, merke auf, ich glaube, dass es hier darum geht, um die Zerstörung Jerusalems, dann sollen die in Judäa auf dem Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und nicht hineingehen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Das ist auch die gleiche Art und Weise, wie Jesus sagt, wenn dieser Tag des Gerichts kommt, dann kehr nicht zurück. Geh nicht zurück und hol dir dein Hab und Gut und dann die Dinge, die du sagst, aber es ist ein wertvoller Mantel, es ist schade um ihn, rette dein Leben. Das ist, was Jesus sagt, wer sein Leben in dieser Welt gewinnen will, wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es gewinnen. Das ist die andere Art, das auszudrücken. In Lukas spricht er so darüber. Schaut mal in Lukas 17, Vers 32. Ich lese ab Vers 26. Es geht darum, das kommt des Reiches, dass das Reich in einer Weise kommt, nicht mit großem Tamtaram, sondern dass es langsam anfängt, es wachsen wird. Und dann aber, wenn es vollendet ist, wenn Jesus kommt, vollendet wird in herrlicher Erscheinung. Und dann sagt er ab Vers 26, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes Menschen sein. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Das heißt, schaut mal, wie wird es am Ende der Tage sein, wenn Jesus kommt?
Es wird alles den normalen Gang nehmen. Menschen werden heiraten, verheiraten, sie werden essen, sie werden trinken, sie werden arbeiten. Sie werden ihren natürlichen Dingen hinterhergehen. Irgendwie ein anderes Szenario, gell? Wie man oft hat von einem... Na, das zu später. Ja. Was Jesus sagt, die werden ihrem Leben nachgehen, ihr Leben lieben, ihr Leben leben. Und dann sagt aber, wie Noah und seine Familie genommen wurde, dann bricht das über sie ein. Das Gleiche sagt er über in Vers 28. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen und sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Also sie lebten und arbeiteten. Sie lebten ihr Leben so dahin. Und dann sagt er, an dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und der auf dem Feld ist, wende sich ebenso nicht zurück. Gedenkt an Lots Frau. Seht ihr das? Da erinnert Jesus nochmal daran. Und übrigens bestätigt, dass es wirklich so geschah. Aber wenn Jesus, was damit aus? Schaut nicht zurück. Hängt nicht an eurem alten Leben. Sagen, oh, früher war alles besser und es war schöner und das brauche ich. Und ohne dem kann ich nicht. Das ist keine gesunde Art. Das ist nicht, was Gott will. Hängt nicht daran. Hängt nicht daran. In einem anderen Gleichnis spricht Jesus, wir werden das jetzt aus Zeitgründen nicht aufschlagen, Jesus spricht da von der Nachfolge. Und im Lukas Kapitel 9, glaube ich, ja, spricht er darüber und sagt, da ist einer, der sagt, ich will dir nachfolgen, wo du hingehst. Der andere sagt, lass mich meinen Vater begraben. Und in Lukas Kapitel 9 sagt er da zu einem anderen, wer mir nachfolgt und einen Pflug die Hände legt und dann zurückschaut, ist meiner nicht würdig. Das heißt, wenn du dich für ihn entschieden hast, dann schau nach vorne. Weine nicht dem alten Leben hinterher. Weine nicht dem, was du alles hättest haben können. Aber halt ist halt so. Ich muss immer an meinen Freund denken, damaligen Jugendfreund, so ist besser. Das war echt, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, das ist so ein Riese gewesen. Hat immer Geldmangel gehabt. Und hat gejobbt und gemacht, aber hat nie gereicht. Musste sein Motorrad da umbauen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, oh Willi, wäre ich bloß kein Christ. Ich sage, okay, ja, dann hätte ich Geld. Ich sage, ja, wieso? Ja, dann könnte ich einfach keine Bank überfallen. Das ist so ein Tier. Ich sage, ja. Oh, ja, Christ sein, aber wäre ich bloß, oh, wenn ich nur kein Christ werde, dann würden mir Türen offen, oh, ich könnte Dinge leisten, ich könnte Dinge machen, an Geld kommen, wie ich halt jetzt an Geld nicht kommen kann. Das ist eine Art, zurückzuschauen, sagen, oh, früher, dann, wenn ich so früher gelebt hätte wie früher, oh, dann wird es mir heute besser gehen. Ungesund. Hänge nicht an deinem alten Leben. Zwei Stellen möchte ich aber euch noch kurz zeigen. Die eine Stelle, Hebräer Kapitel 10, und dann gebe ich euch noch ein Beispiel und dann müsste es mit dem ungesunden Rückblick reichen. Hebräer Kapitel 10 schreibt da etwas Wunderbares ab Vers 38. Da richtet aus und sagt, hart aus, auch in Leiden, in Schwierigen, wenn es euch nicht so gut geht, wenn sie euer Raub und Güter genommen haben. Das heißt, im Leiden richtete die Gemeinde nach vorne aus. Vielleicht lesen wir ab Vers 32, dass wir den Hintergrund auch haben. Gedenkt aber derer früheren Tage. Also denkt zurück. Also erinnert euch, ja? Also da ist dieser Rückblick. Und dann gedenkt der früheren Tage, an denen, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurde, denen es auch so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen.
da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. So, schaut nicht zurück und sagt, oh, uns wurde alles genommen. Meine Küche, meine Mikrowelle, meine Waschmaschine. Schaut nicht zurück. Man hat euch all das genommen. Aber ihr wisst, dass nach vorne hin, das, was ihr bekommt, weit mehr ist als das, was ihr verloren habt. Und dann sagt er, das ist dieser Perspektivenwechsel. Und dann sagt er, Vers 36, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen davontragt. Und jetzt kommt Vers 37, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wenn wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und dieses Zurückweichen, Zurückziehen, das ist diese ungesunde Art und Weise, zurückzublicken und sagen, das alte Leben war eigentlich besser. Aber nur damit ich nicht in die Hölle komme, erdulde ich halt das Ganze hier. Das ist nicht Glaube. Das ist nicht die Herrlichkeit gesehen habend. Das ist nicht wissen, was für eine Belohnung auf uns wartet. Sondern das ist dass das Leben früher besser war als das jetzt und das, was noch sein wird. Erinnert euch an das Volk Israel, als sie murrten? Gibt genug Gelegenheit, dass sie es getan haben. In 4. Mose wird berichtet, dass 4. Mose 11, dass sie gesagt haben, oh Mann, früher war es in Ägypten einfach besser. In Ägypten war es besser. Gott hat uns nur herausgebracht, oh, damit wir leiden, damit wir hungern, damit wir dursten, er will uns eigentlich hier umbringen. Das ist kein gutes Leben hier in der Wüste. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Da war es gut. Da hatten wir Knoblauch, Zwiebeln, lecker Fleisch. Ich sage, da hatten wir Döner und nicht hier trockenes Manna, morgen für morgen. Da ging es uns gut. Schaut mal, wie es uns jetzt geht. Immer wieder ist es wirklich immer wieder an dem Punkt, wo Christen auch darüber so denken und sagen, früher, als ich noch kein Christ war, ging es mir besser. Aber als ich mich entschieden habe, diesen Weg, seitdem habe ich nur Probleme. Sowohl geistlich, wie körperlich, wie menschlich. Den Ungläubigen geht es besser. Wir sind in der Wüste. Wir sind noch nicht in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Im Bild und in der Wanderung zu unserer Heimatstadt, im übertragenen Sinne, wir sind in der Wüste. Und wir gehen, und das hat dann gleich was mit Glauben zu tun, aber das ist nicht einfach. Das ist anstrengend. Aber wie das Volk, 4. Mose 11, falls ihr das nachlesen wollt, 4. Mose 11, Verse 5 bis 6, wo sie sagen, da ging es uns, also in meinem alten Leben, das war besser. Das ist eine ungesunde Art, zurückzuschauen. So schauen wir nicht zurück. Diesen Blick verbietet uns die Schrift. Und sie sagt sogar, wer so zurückschaut, gehört zu denen, die zurückweichen, die zurückbleiben. Wie schauen wir? Ich möchte noch die paar Minuten nutzen und uns eine gesunde Art zurückzuschauen. Das brauchen wir. So, wie schauen wir zurück? Nochmal, wir brauchen eine Art des Rückblicks. Das müssen wir. Und das ist ja der Auftrag von Hagar an das Volk. Bleibt jetzt mal stehen, schaut mal jetzt mal zurück. Also wie nicht, habe ich versucht zu entfalten. Wie sollte man zurückschauen? Grundsätzlich will ich erstmal sagen, eine gesunde Rückschau bewahrt uns vor Fehler. Es schützt uns vor Fehler. Es bewahrt uns, wieder Dinge zu tun, die früher schon immer wieder begangen worden sind. Ich halte es persönlich für sehr tragisch, und ein Großteil der Fehler, die wir und die Gemeinde Jesu immer wieder begeht, liegt darin, dass man da ein Interesse an der Kirchengeschichte verloren hat. So, oder dass man gar nicht die Kirchengeschichte kennt.
und man weiß gar nicht, nämlich wie es früher wirklich war. Und man weiß nicht, dass es nämlich nichts Neues unter der Sonne gibt und welche Fehler früher gemacht worden sind oder was früher gelehrt worden ist und was nicht gelehrt worden ist, welche Kämpfe früher ausgefochten worden sind und welche Kämpfe nicht ausgefochten worden sind. Ich sage das jetzt bewusst im Wissen, dass man mir daraus auch einen Fallstrick drehen kann. Aber nicht wenige, oder ich sage, einige behaupten, dass das, was ich lehre, neu ist. Und dass ich euch, die hier da sitzt, von den alten Lehren abbringe. Und ich denke darüber so, hätte man die Kirchengeschichte ein bisschen gelesen, würde man wissen, dass das nicht neu ist, sondern sehr, sehr, sehr alt ist. Dass bestimmte Lehren, von denen in manchen Gemeinden man überzeugt ist, das ist alt, dass es keine 200 Jahre alt ist. Aber die reformatorischen, gehen wir nur 500 Jahre zurück. So, das ist ein bisschen älter. Das ist alt. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Behauptungen. Und vieles ist ungesund und schlecht und viele Fehler entstehen, weil man einfach zu wenig Kirchengeschichte hat und weiß. Es ist fundamental, die Geschichte zu kennen, die Geschichte Gottes zu kennen, die Geschichte der Gemeinde zu kennen, um bewahrt zu werden. Vor was bewahrt zu werden? Vor Hochmut, vor Sünde, vor Arroganz. Wenn man nur gesund zurückschauen würde, dann würde man lernen und wieder sich erinnern, woher man gekommen ist. Und das ist eine gesunde Art, zurückzuschauen. Schau zurück und frag dich, woher bist du gekommen? Wer warst du früher? Und wenn du in einer guten Art und Weise dein Herz darauf richtest und die Zeit nimmst, es zu prüfen, dann wirst du das feststellen, erstmal, so ist dieses Volk von mir, so ist diese Nation von mir und so ist all ihr Tun. Nämlich, es ist unrein. Es ist sündig. Und wenn das so ist, wenn du diesen Rückblick hast, dann wirst du nämlich eins begreifen, dann bist du ja, hast du ja auf nichts einen Anspruch. Dann hast du ja kein Recht auf gar nichts. Das einzige Gericht. Ein gesunder Rückblick zeigt uns, dass wir nichts sind, zeigt uns, dass wir nichts haben und zeigt uns, dass wir uns nichts können. Das ist ein gesunder Rückblick. Sich auf sich so zurückzuschauen und sagen, wo komme ich überhaupt her? Und wenn wir das richtig mal bedacht haben, woher wir kommen, dann ändert das alles an unserer Ausrichtung. Dann werden wir verstehen, dass wir kein Anrecht auf irgendetwas haben. Gar nichts. Wenn wir begreifen, dass ich vor Gott schuldig bin, verdorben bin, sündig bin, und das begreifen, dann lege ich meine Hand auf meinen Mund, wie Hiob das getan hat, und höre auf zu diskutieren und zu debattieren und irgendwelche Anspruchsdenken. Aber wenn ich das vergessen habe, woher ich komme, wenn ich vergessen habe, wer ich bin eigentlich, dann kommt Hochmut, da kommt Anspruchsdenken. Und aber ich, aber ich, aber ich, aber ich. Aber ich denke, aber ich brauche. Und dann kommen wir dahin, dass wir irgendwann mal von Gott Gesundheit, Wohlstand, Erfolg, Liebe, Zuneigung, all diese Dinge fordern und sagen, Gott, das musst du mir geben. Ich habe einen Anspruch darauf. Wieso geht es mir so schlecht? Wieso verhungere ich? Wieso habe ich keine Döner? Wieso habe ich keine Zwiebel? Wieso habe ich keine Knoblauch? Wieso habe ich kein Fleisch? Wieso habe ich kein festes Haus? Wieso muss ich zelten? Wieso muss ich wandern? Wieso muss ich in der Wüste sein? Wieso? Das ist ungerecht. Mir steht doch auch zu. Und ich sage, ein gesunder Rückblick demütigt uns, denn er sagt eigentlich, dass du kein Recht auf gar nichts hast. Denn wenn du etwas hast, das heißt, wenn Gott dir etwas gibt, Mana, wenn er dir etwas gibt, Wachteln, wenn er etwas gibt, Wasser aus dem Felsen, dann ist es eine pure Gnade. Pure Gnade Gottes. Das ist eine pure Zuwendung Gottes. Das kriegst du unverdient. Das ist Gnade. Und so hört dieses ganze Anspruchsdenken auf. In einem gesunden Rückblick. Das braucht es. Das ist so notwendig. Ein gesunder Rückblick macht uns demütig. Ein gesunder Rückblick macht uns demütig.
weil es uns aufzeigt, wer wir sind und woher wir kommen. Und das heißt, dass wir absolut auf Gott angewiesen sind. Damit hört auch in dieser Weise, zurückzuschauen, hört auch das Kämpfen und das Überheben gegenüber anderen auf. Und woher kommt die Zankereien? Woher die Habereien? Woher kommt das Ganze? Weil ich glaube, dass mir das mehr zusteht als dem anderen. Ein gesunder Rückblick zeigt uns, so ist dieses Volk von mir und so ist diese Nation von mir und so ist all ihr Tun. Unrein ist es. Darum sind die Verse vorher. Und darum bitte ich euch, bleibt kurz stehen, sagt Haggai, und denkt darüber nach. Woher kommt ihr eigentlich? Wie war das in eurem Leben? Schaut mal zurück. Was ist der Ertrag eures Tun gewesen? War das gut? Diese gute Art und Weise zurückzuschauen, zwei Beispiele möchte ich in diesen einen, zwei Minuten machen. Zwei Beispiele, und das nur ganz kurz. Das erste Beispiel ist wiederum Israel. Und nicht, dass sie es gut gemacht haben, sondern in der Art und Weise, wie Gott sie erinnert. Wisst ihr, welche Formulierung permanent bei Gott auftaucht, wenn er sich diesem Volk zuwendet? Wenn er zu ihnen spricht, wenn er sie ermahnt, wenn er sie ermutigt, stärkt, dann sagt er immer, ich bin Gott, Jahwe, der euch aus Israel herausgeführt hat. Aus Ägypten. Entschuldigung. Ich war schon. Der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und diese Formulierung taucht permanent im Alten Testament ab 2. Mose auf. In den Psalmen, durchwegen, jeder Prophet. Ich bin Jahwe, ich bin Gott, der euch herausgeführt hat. Was heißt, erinnert euch, wo ihr wart und erinnert, wer euch herausgebracht hat. Wer hat euch gerettet? Wer hat euch gestärkt? Wer hat euch bewahrt? Wer hat euch ins Land gebracht? Wart ihr's? Nein, 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 nein. Oh, bitte, wenn du ins Land kommst, vergiss nicht, wer all das dir Gutes getan hat. Bitte, ich war es. Das ist die gesunde Art, zurückzuschauen. Vergiss nicht, wo du warst und vergiss nicht, wer dich da rausgeholt hat. Und warum? Aus Gnade. Das macht, darf ich das euch kurz vorlesen? Das ist 5. Mose, Kapitel 8. Nur dass ihr, vielleicht schreibt es euch auf und könnt zu Hause das auch nochmal diesen Abschnitt, wunderbaren Abschnitt lesen. Ich lese es nur kurz an. Das ist ab Kapitel 8, ist eigentlich permanent, geht es permanent darum. Ich lese ab Vers 10, und du wirst essen und satt werden, und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Und dann erzählt er, den ganzen, dass er sie rausgeholt hat aus Ägypten vorher, und jetzt haben sie Häuser und all das. Und sagt, oh, nur, dass dein Herz sich nicht überhebt, nur, dass du dich über Gott nicht überhebst. Und denkst, all das hat deine Hand und deine Stärke gemacht. Bitte vergiss nicht, woher du kommst. Bitte vergiss nicht, was Gott dir getan hat. Lest zu Hause Kapitel 8 durch. Ich mache das jetzt nicht. Und dann wird ihr sehen, wie Gott darum bittet. Vergesst nicht, woher du kommst. Wer hat dich gerettet? Im Neuen Testament, und damit schließe ich, im Neuen Testament spricht Paulus in einer richtigen Art und Weise. Und er schaut immer wieder zurück. Er schaut immer wieder zurück. Und auch ich sage euch die Bibelstellen, Epheser 3, Kapitel 3, Vers 7 bis 8 und 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 13. Wer das nachlesen möchte, kann gern tun. Ich sage euch ungefähr, was drin steht. Wenn Paulus über sich spricht, dann spricht er immer so, dass Gott ihn berufen hat zu einem Dienst. Und dann spricht er darüber, dass er der Unwürdigste von allen ist. Und er sagt, mir ist Gnade widerfahren, denn ich war ein Verfolger der Gemeinde. Ich habe sie ins Gefängnis geworfen. Eigentlich verdiene ich gar nichts. Eigentlich habe ich kein Recht auf gar nichts. Ich bin der schlimmste Sünder unter allen. Er erinnert sich zurück und denkt, schaut mal, was ich früher getan habe. Ich habe die Gemeinde verfolgt und jetzt darf ich sie bauen. Oh, warum? Weil es Gott gefiel, weil aus Gnade das geschah. Und diesen Rückblick macht Paulus immer wieder. Er erinnert sich, wie war ich früher und zu welchem Vorrecht, zu welcher Berufung hat Gott mich berufen? Und dann merkt er, oh, das ist ja Gnade pur. Das ist Gnade pur. Das ist eine gesunde Art und Weise zurückzuschauen. Wenn wir das vergessen, woher wir kommen,
werden wir hochmütig. Und wir wissen, wie Gott mit Hochmütigen umgeht. Er widersteht ihnen und darum kein Segen. Da öffnen sich nicht die Schleuse des Himmels und man erfährt Segen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Der denkt, aber ich bin was, ich kann was, hab's gelernt, hab studiert, hab Lebenserfahrung, hab Alter, so viele Jahre auf meinem Buckel, keine Ahnung. Da ist kein, das nehmen und sich rühmen. Damit wir uns nicht rühmen, damit wir uns nicht überheben und somit die Gnade Gottes erfahren, braucht es zwei Dinge. Buße und Glaube. Und es beginnt, richtet euer Herz darauf. Schaut mal ein bisschen zurück. Und dann schaut mal nach vorne. Das kommt noch. Ja? Das ist das Erste. Wir brauchen einen gesunden Rückblick. Dieses dreimal, so richtet euer Herz drauf, so richtet euer Herz drauf, so richtet euer Herz auf, ist eine Gegenüberstellung dem dreimaligen, so seid ihr, so seid ihr, so seid ihr. Und nachdem das jetzt für uns geklärt ist, wollen wir dann ab nächstes Mal uns einen gesunden Rückblick wagen in den Versen 15 bis 17 und dann einen herrlichen Ausblick wagen, die Verse 18 bis 19.